Benz 280 SE aus dem Baujahr 1970 mit 160 PS wird uns von Christian Vichari und Sabine Hill präsentiert. Das Fahrzeug wurde, man sollte es nicht meinen, 1990 für 3500 D-Mark gekauft. Kennen Sie nicht? Herbert und Regina Pott, die immer wieder uns jedes Jahr, soweit es die Gesundheit und das Wetter zulassen, mit einem Motorrad oder einem Motorroller an unserer Parade teilnehmen. Dieses Jahr wieder mit der Maiko Blizzard aus dem Jahr 1900. Und das nächste Zweiradfahrzeug gleich hinterher. Franz Ochs und Helga Ochs mit ihrer BMW R51-3, Baujahr 1951. Gegen alle Vorschriften, aber heute mal herzlich willkommen ohne Sturzhelm. Helmut Teichwart mit dem Heinkelroller 103 A2, Baujahr 1900, ein solch weiß gepflegtes Fahrzeug hier vorläuft. Ein Mercedes-Benz W113, die Modellserie, und dann noch als Pagode aus dem Baujahr 1964. Ohne Fahrer Klaus Obermüller und Alfred Greif präsentieren uns ihren Alfa Romeo Giulia 1300 Ti. Baujahr, ja, ich sag mal 69, ist das richtig? Muss mal den Fahrer fragen, hier steht so eine komische Zahl, 1969, 82 steht hier, 69 müsste es sein. Ja, sonst hätte er nämlich Geburtstag gehabt, darum muss ich mal fragen. Und jetzt lassen wir mal dem Besitzer ein paar Worte zu seinem Porsche sagen. Ja, das gute Stück ist Baujahr 58, 14 PS, 882 Kubikzentimeter, Top Speed 17 Stundenkilometer. Ist das was? Als sie schon nach Hause gefahren waren, damit hatten sie nämlich nicht gerechnet. Eine Borgward Isabella steht vor Ihnen als Coupé. Ich sage mal, Borgward Isabella, solange wie sie noch selbstständig waren und bestanden, die schönsten Autos in Deutschland damals mit. Leider wurde die Firma dann aufgekauft. Und unser diesjährigen Klassik, aber nicht nur unser diesjährigen Klassik, sondern vieler Klassikveranstaltungen und Oldtimer-Veranstaltungen in Essen. Der Ford Galaxy 1500 XL Sunliner V8 352 CI, von uns Insidern unser Gummibärchenauto genannt, weil wir immer jeder, damit die Stimme gut bleibt, sind wieder mit ihrem Porsche 356 C 1600 Kubik SC dabei, Baujahr 1963. Es ist eine USA-Ausstattung, so wurde er gefertigt und ausgeliefert. 200 PS, Manuel und Horst Feldmann präsentieren uns dieses Fahrzeug, das der Rallye als Vorausfahrzeug vorausgefahren ist. Es handelt sich um ein original historisches Fahrzeug, Gruppe B. Der Opel wurde von Vater und Sohn Dagmar Arnolds. Präsentieren uns mit weißer Schleife. Was ist das denn? Frisch verheiratet? Herzlichen Glückwunsch! Hey. Yay! Das kostet aber noch gleich eine Kleinigkeit, mein lieber Franz. Helmut Fuchs und Dagmar Arnolds, frisch verheiratete, eine seltene Mercedes-Heckflosse. Warum Heckflosse? Gucken Sie doch mal einfach nach hinten. Da ist so ein kleines Flösschen dran. Oder Flößchen, besser gesagt. So sagen die Liebhaber dieses Autos auch zu ihrem Auto. Es ist ein Sechszylindermotor. Er wurde 1985 umfassend geschweißt und der Original-Sechszylindermotor wieder eingebaut.